Okay Leute, willkommen zurück bei Dreamfall. Ich nehme gleich hintereinander die Folgen auf, aber um euch nochmal schnell hier reinzuführen, in der letzten Folge sind wir mit April hier in den Rebellenlager eingedrungen und wurden gesagt, dass wir jemanden finden, nämlich Apostel Elwein. Och komm, Reaction, musst du mir dauernd ins Mikrofon rülpsen. So halte ich mal ein bisschen zurück. Auf jeden Fall, Elwein entpuppt sich eigentlich eher fast schon als Überläufer, wenn ich es richtig mitbekommen habe, und plötzlich stürmten die Soldaten ein. Ihm wurde natürlich vorgeworfen, seinen Glauben verraten zu haben, beziehungsweise verloren zu haben, und die einzige Chance, sich jetzt selbst zu retten, wäre, den Skorpion umzubringen. Und jetzt bin ich wirklich in einer misslichen Lage, denn ich muss für Elwein entscheiden. Und zwar, ja, ich werde natürlich den Skorpion töten, denn er hat es verdient zu sterben. Nein, ich habe kein Recht, ihr Leben zu beenden, sie hat nur ihre Leute beschützt. Magdburg, ich muss sie hinhalten und flehentlich bitten, ihr Leben muss verschont werden. So. Da ich Elwein bin, der Apostel, und damit eine, wie heißt's, eine ernste Meinung habe und auch wirklich durchgreife, entfallen für mich schon mal Markbude, dass ich sie einfach nur hinhalte, ein bisschen ins Palaver einstürze und verlegentlich bitten ebenso, entweder ich töte den Skorpion, ich töte ihn nicht. Und, ich muss mich als Elwein, also als einer der rechtschaffensten hier, an die Story halten, von dem her, nein. Bringt es hinter euch. Ich kam hierher, um den Skorpion zu finden, doch ich wusste nicht, wer er war. Ich könnte dir niemals etwas antun. Also gut. Ihr habt eure Wahl getroffen. Tötet sie! Nein! Oh! April! Ach du Scheiße. Bitte sagt mir nicht, ihr habt Mitgefühl für diese göttinlose Schlechterin. Was ihr hier tut, ist falsch. Was? Es soll falsch sein, unsere Leute vor Terroristen zu beschützen? Des Gegners Festung zu zerstören? Sagt mir, was soll daran falsch sein? Diese Leute verteidigen nur ihre Heimat und ihr Land gegen Eindringlinge. Wir sind es, die falsch handeln, nicht sie. Ihr fallt tiefer, als ich es für möglich gehalten hätte, Orvain. Es wird ein Spaß sein, euch vor Gericht zu beobachten. Das wird nie stattfinden. Wenn die Abgesandte... Die Abgesandte war es, die euren Arrest befahl, Orvain, nachdem ihr die Wirtin und diesen Schmuggler laufen ließet. Es war der Herrin klar, dass eure Loyalität nicht länger dem Imperium gehörte. Trotzdem wart ihr es, welche Ironie, der uns hierher führte. Ich bin sicher, das wird euch vor dem Gericht angerechnet. Vielleicht verdient ihr euch dafür wenigstens eine Inschrift auf eurem Grabstein. Schafft ihn fort! Ich werde euch dafür bezahlen lassen, Wayman. Ich schwöre bei der Göttin, dass ich nicht ruhen werde, ehe ich euer schlagendes Herz in der Hand halte. Ach du Scheiße. Wie abstoßend. Tötet sie alle! Brennt diese Stadt nieder! Nehmt keine Gefangenen! Nun weiß Zoe auch, wieso sie hierher teleportiert wurde. Oh, das war... Das war sie ist tot, Juan! Genau. Tot! Sie ist tot. Und es gibt nichts mehr, was wir tun können. Wenn du dich nicht bald beruhigst, sind wir bald selbst tot. Wir könnten es genauso sein. Hör zu, sie töten sie, jeden von ihnen. Was nutzt es, wenn wir überleben, wenn wir alleine sind? Das war's. Ich gehe da hinaus. Bryn, nein. Sie sind zu viele. Wir werden unseren Weg sicherer machen und uns neu formieren. Aber zuerst müssen wir ihr zur Flucht verhelfen. Du kannst nicht mit uns gehen. Das ist zu gefährlich. Du wirst das nicht überleben. Du musst wieder einschlafen. Aber sie durchsuchen bereits die Häuser. Wenn wir bleiben, töten sie uns dann nicht? Wenn du einschläfst, verschwindest du spurlos wie der Tau in der Sonne. Du gehst auf die Reise. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich weiß, aber wie soll ich jetzt hier einschlafen? Juan! Bryn, reich mir diesen Beutel da drüben. Sie kommen näher! Tu, was ich sage. Schnell jetzt! Hey, was ist? Bedecke dein Gesicht, Bryn. Und du atme tief ein. Was ist das? Es ist eine mächtige Magie. Sie wird dich schlafen lassen. Atme sie ein. Mist, sie kommen! Juan, wir müssen hier raus! Jetzt! Es funktioniert nicht, ich kann nicht einschlafen. Atme. Langsam. Tief. Ich versuche es, aber... Es hilft nicht das Geringste.
Ich fühle mich nur schwindelig. Oh, weg. Oh. Aber wir kommen doch da raus, wenn wir am dringendsten gebraucht werden. Wir müssen hier weg. Geh. Geh. Für Raven! Nein, Raven. Rebel Scum! Ach du Scheiße, ein Gemetzel hier los. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wo ich mit Zoe rauskomme. Bei der Weißen? Das würde mich jetzt schon verwundern. Ist da jemand? Hallo? Lustiger Vogel, bist du das? Lustiger Vogel. Oh, ich kann dich nicht sehen. Suchst du etwas? Oh, das gefällt mir gerade ganz und gar nichts. Nein, warum bist du? Oh! Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Damien? Oh mein Gott. Fail. Damien? Bist du hier? Er versprach mir, er würde bleiben. Also muss ich ehrlich sagen, das Spiel überwältigt mich gerade ziemlich. Also die Wendung hier, die ist ja wirklich mal heftig. Die Weise der Kin wurde jetzt anscheinend auch noch gemeuchelt. Raven ist gestorben, also April. Das ganze Dorf der Rebellen wird niedergemetzelt und jetzt müssen wir mit Zoe versuchen, alleine zurechtzukommen, oder wie? Voicemail betrifft, sie haben eine neue Voicemail von Dad? Ah, Damien hat uns geschrieben. Betreff Nachricht. Ich bedauere wirklich, dass ich dich allein zurücklassen musste, besonders nach dem Versprechen, dass ich da sein werde, wenn du aufwachst. Ich fühle mich schrecklich, aber ich habe keine andere Wahl. Du wolltest nicht aufwachen, und wenn ich dort geblieben wäre, wären sie gekommen, um mich und auch dich zu holen. Das konnte ich nicht riskieren. Also stellte ich sicher, dass sie wussten, dass ich Stadt verließ. Okay, hat er ein D vergessen. Hoffentlich bin ich imstande gewesen, sie abzuschütteln, aber ich fürchte, dass diese Leute sehr, sehr hartnäckig sind. Pass auf dich auf, okay, Damien. Scheiße, also haben sie Damien auch schon erwischt? Sonst irgendwas? Nein. Dann sehen wir doch mal im PC noch. Hey, das ist eine Nachricht für mich. Sie muss von Damien sein. Zoe, ich hoffe, du erhältst diese Nachricht. Ich musste schnell fort. Der Wurm war... Sie haben ihn gefunden. Und sie werden ihn zu mir zurückverfolgen. Ich wollte dich nicht zurücklassen, aber ich hatte keine Wahl. Ich habe versucht, dich aufzuwecken, aber du hast nicht reagiert. Die guten Nachrichten sind, bevor sie ihn abfingen, konnte der Wurm genug Daten sammeln, um die Koordinaten, über die wir sprachen, herauszufinden. Das Eindringen in das Dream Corps geschah von Russland aus, nahe St. Petersburg. Ich habe dir die Koordinaten geschickt, zusammen mit einer Karte. Falls ich es schaffe, hier herauszukommen, werde ich dorthin gehen. Falls du dich entscheidest, ebenfalls dorthin zu gehen, und ich rechne damit, dass du es tust, sei sehr, sehr vorsichtig. Ich versuche, dich zu kontaktieren, aber ich kann nichts versprechen. Zoe, du musst verschwinden. Sofort! Wenn sie herauskriegen, woher der Wurm stammt, werden sie jemanden zu diesem Apartment schicken. Du musst verschwinden. Der schnellste Weg nach St. Petersburg ist ein Scramjet. Oh, und im Badezimmerschrank sind warme Kleider. Viel Glück. Wir sehen uns bald, hoffe ich. Pass auf dich auf. Okay, wenigstens hat er sich Sorgen um uns gemacht. Olivia Wir wahrscheinlich? Wir haben eine Nachricht von Dad. Zoe, ich bin's. Ich rufe dich nun schon seit ein paar Tagen an, aber du nimmst nicht ab und hast auch auf keine meiner Nachrichten reagiert. Was ist los? Wo bist du? Bitte ruf mich an, sobald du dies hörst. Ich mache mir Sorgen, okay? Bye. Hallo Zoe. Tut mir leid, aber im Moment bin ich nicht erreichbar. Hinterlass mir eine Nachricht und ich rufe zurück, sobald ich kann. Hey Dad. Tut mir leid, dass ich dich nicht früher zurückgerufen habe. Ich bin so nachlässig. Alles, was ich tue, ist schlafen und hier herumhängen. Große Überraschung, was? Ich hoffe, alles läuft gut für dich in Bombay. Du musst mich nicht zurückrufen, nur wenn es wichtig ist. Mir geht's bestens. Ziemlich gelangweilt, aber bestens. Und mach dir keine Sorgen, ich hab nicht mit Risa gesprochen. Ich halte mich von Ärger fern, versprochen. Hab dich lieb. Bye. Okay, aber die Notlüge musste wirklich mal sein. Neue Nachricht? Nein. Wo haben wir es? Da sind die Aufzeichnungen.
Russland? Okay, Damien. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Gut, im Badezimmerschrank sollen Klamotten sein, habe ich gehört. Jetzt würde ich gerne wissen, wo das Badezimmer ist. Ah, gut, wir haben uns also schon umgezogen. Ich denke nicht, dass das in letzter Zeit gereinigt worden ist. Damien braucht unbedingt einen Haushaltsrobot. Damien bestellt. Er behauptet, dass er ein großer Koch wäre. Aber davon sehe ich nichts. Dieses Ding ist den größten Teil des Tages angewiesen, während ich hier war. Hey, das nenne ich Therapie. Natürlich, bei so einem wirklich wunderschönen Bild. Das sieht wirklich schön aus. So, das Bettchen noch mal anschauen. Ich habe den größten Teil meiner Zeit hier schlafend verbracht. Ich muss völlig ausgepumpt gewesen sein. Ja, wirklich Ruhe gab's ja nicht, Zoe. Was gibt's hier? Draußen ist es grau. Es sieht aus, als ob es noch kalt wäre. Gut, da werden wir mal rausgehen. Also, wir müssen einen Scram-Chat nach Russland bekommen. Oh, aber was mir wirklich jetzt gefällt ist... Oh, schöne Musik. Ist, dass man nun wirklich als Zoe ja, das Gefühl hat, wirklich das Schicksal zu sein für die Welt. Ah, das ist also schon der Scram-Chat, nehme ich an. Aber sauschöne Effekte, ich meine, für das, dass das Spiel doch schon älter ist. Leid, dass ich gerade so wenig am Reden bin, aber ich fand, das Lied ist einfach nur gut. So, bin ich mal gespannt, wie es in Russland aussieht. Okay, anscheinend leer stehen die ältere Fabriken. Natürlich alles geschützt. Sieht aber ziemlich authentisch aus, muss ich sagen. Also ich würde mich hier schon ziemlich russisch fühlen. Wir sehen natürlich auch gleich aus wie ein Verbrecher. Das sind die Koordinaten, die Damien mir gab. Wenn die Daten, die der Wurm aus dem Dreamcore geholt hat, korrekt sind, ist der Ursprung des Virus das Fabrikgebäude dort drüben. Okay, dann werden wir hier wohl irgendwie einbrechen müssen. Eine neue Notiz. Das Eindringen in den Dreamcore geschah aus diesem verlassenen Fabrikgebäude heraus. Was auch immer die Stasis verursacht hat, das Mädchen verfolgt mich weiterhin. Die Antworten sind hier. Alle. Sie müssen hier sein. Oh, so, ich weiß ja nicht, ob das Mädchen hier sein sollte. Wir werden auf jeden Fall nachsehen. Wahrscheinlich das Tor, aber es scheint nicht aktiv zu sein. Ohne die richtige Karte oder Data Cube gibt es keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Können wir mit dem Handy was anstellen? Ich kann das nicht hacken. Dann rufen wir nochmal Olivia an. Können wir nicht, okay. Warum auch? Jetzt, wo wir sie bräuchten. Können wir hier vielleicht irgendwie was aufbrechen? Anscheinend ja nicht. Kommen wir sonst irgendwie vorbei? Ich schätze kaum. Wir werden uns hier also ein bisschen umsehen müssen, ob wir irgendwie... Ah, Telefonzelle vielleicht? Es ist völlig ausgebrannt. Nicht schlecht. Aber ziemlich unheimlich ist es hier ja schon. Ah, hier können wir übrigens durchgehen. Ist das ein Telefon da drin? Seltsam. Warum sollte jemand ein Telefon in einen Glaskäfig stellen? Ist das moderne Kunst? Also anscheinend gibt es in naher Zukunft keine Telefonzellen mehr. Ich habe keine Vorstellung, wie ich das verwenden soll. Warum auch? Übrigens gerade 13 Minuten und 37 Sekunden um. So. Dann wollen wir uns hier drinnen mal umsehen. Ich habe irgendwie Angst, dass auf einmal Hunde irgendwo her vorschnellen. Also Wachhunde. Oh ne, ich hoffe, ihr seht unten rechts nicht die Nachricht jetzt von Crossfire. Ich hoffe mal, das wird hier nicht mit aufgenommen. Bei Fraps würde es mit aufgenommen worden sein. Kisten. Was wäre wohl ein postapokalyptisches industrielles Ödland ohne sie? Das war jetzt eine kleine Selbstverarschung von Dreamfall. Ich habe nicht die Kraft in den Oberarmen, um eine davon zu tragen. Du sollst doch nur aufbrechen. Kisten. Ich habe nicht die Kraft in den Oberarmen, um eine davon zu tragen. Das ist wie eine Ausstellung für aufgegebene Gegenstände verlassener Industriegebiete. Kisten? Ja. Fässer? Ja. Ausgebrannte Autos? Ja. Ach komm, also jetzt sind sie schon ein bisschen zu kritisch mit sich selbst. Dieses Auto sieht aus, als könnte es funktionieren. Es könnte sogar noch etwas Energie übrig sein. Was bedeutet, dass ich es vielleicht in Bewegung setzen kann, wenn ich es schaffe, auf die Steuerung zuzugreifen? Dann sehen wir doch mal, ob wir irgendwie aufmachen können. Es ist das Steuerungspanel des Autos. Haha! Oh, scheiße. Ach so, ein kleines Rätsel. Gut, wir brauchen...
Schon mal hier das hinterste noch. Achso, das brauchen wir auch für da hinten. Wo hätten wir denn noch eins? Das können wir schon mal hier rüberschieben. Das können wir behalten. Okay, ich fange jetzt mal mit der Seite an. Das haben wir. Wir brauchen oben das komische Grüne. Schieben wir doch gleich mal hinter. Das brauchen wir eins zuvor. Oh, natürlich war ich zu blöd. Wir brauchen es nämlich genau gegenüber. Bingo. Erste schon mal richtig. So, den müssen wir mal rüberschieben. Hä, hey, wo wollte ich den jetzt hinschieben, ich Idiot? Den brauchen wir doch gar nicht. Was wir brauchen ist der hier. Und zwar hier rüber schmeißen. Und zwar am besten... Nein, ich fange von links nach rechts an. Also schiebe ich jetzt erstmal das hier mal weiter rüber. Nein, hier habe ich es. Das hier kommt rüber. Den brauche ich hinten mal. Den brauche ich hier mal. Okay, da muss ich dann ein bisschen rumfieseln. So, den hier. Ich muss die alle durchschleifen hier. Oder? Ich bin jetzt gleich ganz bescheuert. Jetzt, wenn ich den hier wegnehme, zweimal drehe, nochmal drehe und den jetzt da reinschmeiß, dann müsste ich die beiden hier schon mal haben. Den brauche ich aber nochmal und den brauche ich ebenso. Also muss ich beide nochmal rüberschieben. Eins. Zwei. Bingo. So. Die Station schon mal fertig. Und den hier muss ich jetzt eins so weiter rüberschieben, womit ich auch gleich den hier wieder habe. So rum. Jetzt muss ich nur noch das Rote rüberkriegen. Scheiße, wie mache ich das? Kacke. Okay, Leute, kurzes Rätsel. Ich muss das Rote nochmal eins nach vorne kriegen. Ohne, dass ich das hier dabei aufhebe. Ich muss doch nur um eins drehen. Ich kann jetzt nicht ganz bescheuert. Ach, jetzt habe ich dir das auch noch rübergeschoben. Okay. Da mache ich es gleich so. Eigentlich brauche ich einmal das hier und hier brauche ich ein rotes. Hier brauche ich ein rotes. So. Erstens. Und noch das hier. Ah, ich hab's. Nein. Hä? Ach so. So. Womit ich jetzt eigentlich aufs Auto zugreifen kann, oder? Dieses Auto sieht aus, als. Hast du schon gesagt? Die Systeme sind noch in Betrieb, also muss. Brauche ich nicht mehr? Kann ich mein Handy steuern? Ja. Ja, kann ich. Oh, schon zu lange die Rätsel nicht mehr gemacht. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen wenig rede, aber ich muss mich hier schon ein bisschen konzentrieren. Das sollte das hier sein. Oh, jetzt bin ich fast rübergerutscht. Bingo! Womit mir dieses Rätsel auch besser. Wow! Ich hoffe, dass ich es nicht zu sehr beschädigt habe. Aber wenigstens steht es jetzt in einer Position, die mir gestattet, hineinzugelangen. Gut, dass du mit dir selbst sprichst. Ach, weil ich mich hochhangeln kann. Auch nicht schlecht. Wie kann ich sie jetzt besteigen? Wahrscheinlich von hier aus. Ja. Zoe, du bist es einfach. Oh, aber ich sehe, wir haben schon wieder die Zeit relativ gut überschritten. Wir werden einfach im nächsten Part weitermachen. Ciao.